Herzlich willkommen zur 10. Folge Gilde 3 mit dem Cheater. Warum bin ich jetzt schon wieder der Cheater? Du hast vermutlich mehr eingenommen im letzten Jahr als ich. Okay, das werden wir jetzt mal rausfinden. 1409. 8. Ich habe eingenommen 0. Achso, shit, 8. Ich habe eingenommen 527, was? Ich sag ja, du hast mehr eingenommen als ich. Was hast du denn? 26.000. Okay, 28.000. Aber wo habe ich so viel Kohle eingenommen? Die Grobhandwerker hat gut Geld verdient. Und die Kiste. Im Endeffekt sollte dein sowieso mehr Geld machen als meins, weil du eine Weiterverarbeitung machst im Endeffekt. Zumindest normalerweise. Ja, ich versuche das jetzt mal so hinzubekommen, dass jetzt meine Hütten hier jetzt gar nichts mehr verkaufen dürfen, sondern das Zeug dann halt nur das Zeug herstellen, was die hier verbrauchen. Und das wäre halt da Silber, okay, habe ich nicht. Holzkohle, wo kann ich denn Holzkohle herstellen? Holzkohle bräuchte ich, Leder bräuchte ich, Eisen bräuchte ich. Und da brauche ich Granit und Leder, Granit und Eichenholzbretter, Granit und Farbe. Okay, Granit kann ich nicht, dann kann ich da gar nichts machen. Ah, okay, hier mache ich die Eichenholzbretter, die ich hier brauchte, ne? Ah, ne, Holzkohle brauchte ich da. Achso, dafür brauche ich Nägel. Nägel mache ich doch jetzt. Mal gucken. So, du machst Nägel. Ich finde am besten, wenn man bei Kindern draufklickt und da steht null unverheiratet und man sich so denkt, okay. War irgendwie logisch, dass man mit null unverheiratet ist. Alles andere hätte mich ein bisschen schockiert oder überrascht. Eichenholzbrett, Wolle, Leder. Machst du Wolle? Ja. Okay. Hey, meine Hütte macht gleich wieder auf. Thank you.
Okay. Oh, was wird denn da gebaut? Ein Friedhof. Aha. Fangt man zu produzieren hier, Alter. Gibt's doch nicht. Faulen Säcke, ey. Das aus deinem Mund, ne? Wieso sind die Ver... Oh nee, hier habe ich die Verkaufssachen noch nicht eingestellt. So ist besser. Okay, so passt es trotzdem nicht alles rein. Ah, okay. Okay, das passt. Das passt auch. Hast du viel eingekauft? Sag mal, bist du wahnsinnig oder was dir? Ach, du hast ja anscheinend das Geld dafür, damit er viel einkaufen kann, von daher. Habe ich eigentlich nicht. Ich habe 597. Ach, das passt doch. So, dein Ziel jetzt diese Folge wieder 20.000 oder was? Nee, 30.000. 5.000. Ich muss ja tief stapeln, mein Obst vor heute 12 Minuten nicht arbeiten können. Aber erstmal neuen Titel kaufen. Kann ich ja nicht, wenn auf einmal aus meinem Teil hier Sachen verkauft werden aus dem aus der Schenke. Aber was für ein Titel bist du jetzt? Im gleichen, den du bist immer noch. Du warst vor mir auf dem. Kann ich ja nicht sehen, wie lange ich jetzt noch. Die nächste Wahl ist 1412. Achso, das heißt, ich bin noch 3 Jahre, bin ich da jetzt noch drin. Okay. Das war gerade irgendwie traurig. Ich hatte genug Geld, um mir ein Gebäude zu kaufen. 3 Sekunden später hat irgendwo irgendwer was gekauft, kann nicht mehr genug Geld. Okay.
Das Schöne ist, dass ich bei dem einen bis Patrizias gehen muss für die höhere Schenke. Das Backhandwerk könnte ich theoretisch auch bis Level 1 zwischen holen. Und sonst ist Junker. Dann Baron. Ja, ich muss bis Baron theoretisch, wenn ich alles in meinem Skillbaum haben will, ne? Ja, ich auch. Ah ne, das ist Bäckereihandwerk. Okay, Moment. Steinverarbeitung, Baron. Ja. Baron. Müsste Baron. auch alles Baron sein, ne? Ja. Wobei du, glaube ich, mehr Gebäude hast und wobei ich mir nicht mehr 100% sicher bin, oder? Eins, zwei, drei, 6, 7 müsste ich vier, haben. fünf. Theoretisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe auch sieben, glaube ich. Ja, also theoretisch müsste es Handwerkshütte, Töpferhütte, Kesselflickerhütte. Und Ich dann glaube, es das. ist bei allen gleich. Ja, alle haben sieben, aber der Gauner hat definitiv die, in Anführungsstrichen, schlechteren Gebäude. Wobei der Gauner schaltet nur Aktionen, glaube ich, frei. Der hat, glaube ich, weniger Gebäude. Spielmannszelt, Warum sind hier, Söldnerquartier, Räuberlager. warum sind hier eigentlich immer noch so viele Baustellen? Das sind keine Baustellen, das sieht so aus, aber es sind keine. Da wird nichts gebaut. Okay, wo ist denn dein Bürgerhaus? 3 Meter weiter rechts von meinem Gebäude da unten, das du gesehen hattest schon. Ach hier, da ist ein Herrenhaus, alles klar. Herrenhaus fallen, ja. Oh, ich habe Minus. Oh, ich habe noch mehr Minus. Eieieiei, da ist er dann wohl jetzt mal endlich raus. Endlich habe ich ihn rausgekriegt. Oh, da hat zum Glück einer gerade Haarkämme gekauft. Schade. Okay, da hat gerade irgendwer noch was Größeres gekauft. Ja, würde ich auch behaupten. Moment. Warum kaufst du Silber? Wieso kaufst du Silber? Bist du bescheuert? Dieser Moment, wenn du so empört darüber bist, dass einer Silber kauft, dass du direkt erstmal halb verrecken musst. Ja, vor allem, weil ich selber herstellen kann. Weil du vermutlich nicht genug davon herstellst oder du es nicht ausgestellt hast, dass man Silber kauft. Doch. Silber da nur verkaufen, nicht beschaffen. Auch in deinem Lager oder was weiß ich wo. Ja, auch in meinem Lager. Er soll Okay. nur Silbererz kaufen, aber er kauft Silber. Okay. Wer ist denn das da? Gaming hat neuen Rang gekauft. Nee, sowas tue ich nicht.
Welche Hütte verdient am meisten Kohle? Du machst Minus, du machst Minus, du machst Noch mehr Minus. die Töpferhütte macht am meisten Gewinn. Jetzt brauche ich Kohle. Jetzt brauche ich viel Kohle. Jetzt wird mein Geld gleich auf Null springen. Da gehe ich ganz stark von aus. Ist doch schön, oder nicht? Und warum wird das gleich runterspringen? Aber warum? Weil meine Leute es einkaufen sollen. Vernünftig einkaufen sollen. Ich hoffe, das macht er jetzt auch. Jetzt fährt er mal alles da. Was holst du jetzt? Warum holst du Bretter? Dass du immer alles hinterfragen musst. Diese armen Mitarbeiter bei dir, die dürfen auch nicht machen, was sie wollen. Anstatt sie einfach mal Granit holen, damit sie produzieren können. Egal. Nein. Nein, nein, nein. Hauptsache, ich habe 44 Eichenholzbretter da drin. Kein Kommentar. Oh, mein Fuhrknecht hat tatsächlich gerade mal nichts zu tun. Okay, jetzt hat er wieder was zu tun. Okay, oder auch nicht. Na, kauf doch mal ein. So viel Holz, alles da. Und die haben keinen Bock, hier irgendwas zu machen. Ja, bau doch mal hier so Fässer und keine Kämme. Aber anscheinend sind die Kämme immer noch die profitabelsten Sachen. Das Lager hier ist komplett leer.
ist gar nichts mehr drin. Ist auch schön. Okay. Okay, hier liegen einfach mal im Verkaufslager mal 2000 Taler rum. Das ist auch gut. Oh, Silbererz gekauft. Mensch, ist Kinders. Okay. Also dieses Jahr wird ein sehr schlechtes Jahr für mich. Für mich auch. Ja, genau, indem man so einen neuen Titel kauft. Ich muss ja die Leute mal da oben abhängen. Oder mal wenigstens rankommen wieder. Was, wo stehst du denn jetzt so? Ja, immer noch im Wettkampf mit dem anderen um Platz 1, so. Na gut, jetzt solltest du ja eigentlich deutlich mehr Punkte haben, ne? Ein paar, ja, aber... Mal gucken. Wie sieht das hier aus? Könnte besser sein. Okay, Mine. So. Nö, ist nicht zum Upgrade. Nehmt am Wiederkampf teil. Will keiner bieten. Okay. Ja, das Problem ist, ich muss dann relativ schnell das Zeug alles rausbekommen. Das heißt, es wäre optimal, wenn ich hier vorher ein Lager hätte. Aber dafür brauche ich mindestens noch 2 Ränge, dass ich ein Lager bauen kann. Dafür müsste ich mal hier mal wieder ein bisschen was verkaufen. Das gleiche spielen wir hier. Hier ist voll. Oh, oh! Guck mal da rein, wer jetzt auf 2 ist. Wo? Ich würde behaupten, da ist dem Butzanerak ein Betrieb weggegangen. Oder 15 Ränge. Was auch immer da passiert ist. Aber jetzt sind wir die beiden einzigen über 300 Punkten. Okay, was ist denn da passiert? Kann man das irgendwie rausfinden? Wenn du seine Position findest, theoretisch ja, aber dann müsstest du halt alle seine Betriebe kontrollieren. Und wissen, was er vorher hatte und ob er sich nicht irgendwas rangmäßig oder sowas bei sich geholt hat. Gut, was natürlich sein könnte, dass er jetzt irgendwas gebaut hat und dann gleich richtig hochspringt. Richtig, oder es wurde relativ viel von ihm gerade getötet oder was weiß ich. Vielleicht ist auch irgendwas abgefackelt oder sowas. Wenn, du es gleich beim nächsten Tick nach oben schießt, ne, dann weiß ich genau, dass du das gewesen bist.
Na verdammt. Überfallen oder sonst irgendwas. Alle abgeschlagen. Was? So, gucken. Letztes Jahr hatte ich 28.000 eingenommen. Oh, ich liebe ja die Macher von dem Spiel, ne? Wieso? Wie kann man denn so viel vergessen? Wieso? Ich habe einen Debuff in meiner Schenke. Da fehlt einfach eine ganze Datei, wo da jetzt stehen würde, was das für ein Debuff ist, den ich habe. Okay. Missing Lock bekomme ich als Datei, als Satz angezeigt, wenn ich drüber hover. Okay. Wieso ist denn hier bei dir kein Alkohol zur Verfügung? Ich möchte mir hier Alkohol kaufen. Ist auch Dünnbier, ist auch Alkohol. Und Ja, Alkohol ist auch dünn. Alkohol. Ja, das ist aber so ein bisschen, aber dann nehme ich lieber eine Bratwurst. Aber hey, du hast es ja jetzt gleich geschafft, durch das dein schlechtes Jahr durchzukommen. Ding, ding, ding. Ja, ich habe von allem mehr als genug im Lager. Der Typ rattert immer noch weiter nach unten. Echt? Zumindest auf der Anzeige, ja. 284. Aber der hat immer ein gutes Verhältnis zu den meisten anderen Stämmen und dann kommen wir so. Ja, zu dir hat er gar kein Verhältnis. So ungefähr, ja. Beziehungsweise ist so. Nee, ich habe zu ihm kein Verhältnis. Er hat zu mir aber immer noch was. Okay. 284. Oh, du hast 60 Punkte Vorsprung von mir. Alter Schwede. Es ist aber, wenn man es bedenkt, gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel. Sind Ist es ja auch nicht. Drei Titel. 30 Gebäude. Jemand mag euch. Wer mag mich denn? Eugene Testard. Ich würde sagen, ich habe das, was ich erreichen wollte, heute geschafft. Der Was war? Diplomatiestatus zwischen den Dynastien Gaming und Busan Kwe ist nun feindlich. Aha. Ich glaube, ich bin bald tot. Was? Jetzt solltest du dir auf jeden Fall, glaube ich, mal so ein paar Dinger holen hier, so ein paar Schergen oder sowas. Ach. Wenn ich weiter so viel Geld verdiene, bereue ich das nicht. Okay. Was hattest du denn für ein Ziel in dem Jahr einzunehmen? In dem Jahr, ja, wieder wie im Vorjahr. 28.000 war mein Ziel eigentlich. Okay. Was hast du für ein Ziel gehabt? Das, was ich geschafft habe, 50. Okay. Damit verdienst du ungefähr doppelt so viel wie ich. Aber ich würde sagen, komm rein. Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. Tschüss.